Diese ganzen Dinger, dann kann ich mir glaube ich noch das Silo da kaufen. Brauche ich nicht mehr alles hier so zu schwaben. DJ, how are you, man? Was poppen? I'm fine. Ey, was da lang mich? Leck mich doch, ich denke nicht richtig. So. Wenn ihr auch sehen wollt, was der Sascha da hinten macht, ne? Dann könnt ihr, wie kann man das nicht, kann ich das denn machen? Auch mal bei Sascha vorbeischauen, der ist auch gerade live. Jo. Grad. No. 89. So. Was habe ich nicht gemacht? Nee, hab ich. Was habe ich denn falsch geschrieben? Der Befehl Ich war habe das richtig. A vergessen. Nee, ich habe das A vergessen. Ah, kannst du auch gern. Butlow. Ja. So, da könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Und was war das jetzt gerade im Raid oder was? Raid. Idleways. Alter, was ist das für ein Name? Idealways First Ones. Thank you for the raid, man. What do you do today? Ist das überhaupt Deutsch? Bist du Deutsch? So. So. Dann wow. Super. Ja, bin Deutsch. Okay, boah. Moment. Habe ich jetzt SO, deinen Namen eingegeben und der sagt, guck bei Knust vorbei? Hä? Was denn? Was hast du denn Schönes gemacht? Hä, wieso macht der das denn? Zusammen. Moment, nochmal. S. S-O. Und das. Schau bei Knust vorbei. Hast du mich gehackt? Oder sehe ich das nur falsch bei mir im Chat? Danke, danke. Gerne. Hä, wieso wird. du hast, glaub. Ich guck. Was hast du? Der Raid von oben geklemmt. Ich habe den Namen rauskopiert, also. Forest Apex. Dann dürfte eigentlich nichts falsch sein. SO. Habe ich vielleicht ein Leerzeichen zu viel? Das wird's sein. Jetzt. Ja, okay. Immer das schöne Ich habe Leerzeichen. ein. Wenn man. Das ist ja witzig, wenn ich ein Leerzeichen zu viel mache. Genau, dann ist das schon alles falsch. Oh, ist das schlimm, wenn mein Boden juckt? Nein. Lassen wir's. Wir wollen ja jetzt mal spielen. Gut. So, ich muss Ich zum bin weg. Händler. Ich Jetzt ist muss. das schon wieder weg. Ich krieg einen Vogel. Was denn? Ich will die ganzen Fotos und Videos hochladen in die Cloud von gestern. Weil ich wollte euch zeigen, wie das aussah, was meine Kinder mir da gebastelt haben zum Geburtstag. Und der verarbeitet das eine halbe Stunde und dann ist das einfach weg und das ist nicht hier in der Cloud. Okay. Ist komisch. So, schauen wir mal.
Also der Friedhof nachts sieht auch schon geil aus, muss ich schon sagen, ne? Der Friedhof sieht da nachts geil aus. Wieso, was ist das? Ach, krass. Ja, deswegen Das habe sage ich noch nie gesehen. Ganzen ich. Kerzen. Hack, bring ich ein bisschen Gebäck mit, können wir uns hinsetzen? Ja. In Polen. Achso, ne, jetzt. Das blinkt nur wahrscheinlich wie ein Grafik oder so, weil wenn du nah dran bist, blinkt es ja nicht mehr. Ja, das ist normal. Das soll so flackern sein, okay. Das ist ja geil. Das habe ich. Ne, das habe ich vorher noch nicht gesehen. Ist für mich auf jeden Fall ein schönes. Hey. Ach, wie hat man's? Schöne Aufnahme auf jeden Fall wert. Ja. Also, macht schon richtig Bock. Ah, ja. Wie war die Arbeit heute? War alles gut, ideal. Darf ich hier Einfahrt nicht verpassen? Guck wieder nach vorne. Wieso gucken wir jetzt nicht mehr nach vorne? Ah, gib mal Streck C. Das kannst du mal im VCA-Mod nochmal ändern. Was Aber das dann? habe ich doch. So. Nee, ich habe das eigentlich. Und das glaube ich. Ah, jetzt, okay. Zurückblick. War irgendwie fixiert durch die Maus, weil ich gerade was anderes gemacht habe. So. Da Steuerung, Punkt. Nee. Komma. Simple IC, hallo. Nein, Was macht denn das jetzt wieder? der hat keinen Wender dabei für den Auftrag. Nur die Rundballenpresse, die Wickelmaschine. Das war's. Kommt. Ja, also es sind alle Entscheidungen getroffen, ideal. Aber ich will das einmal als Video mit ein paar Erklärungen machen. Das Video werde ich wahrscheinlich dieses Wochenende aufzeichnen und dann wird es zeitnah veröffentlicht. Das, ja, dann wird gesagt, was da so Phase ist. Das frage ich jetzt wieder. Hat er jetzt die ganze Tastaturbelegung geändert? Oder? Wenn du auf Standard gedrückt hast, ja. No. Aber du hast ja vorher schon mit Standard gezockt, oder? Mit der Standardbelegung. Ich hatte nur. Ja, nur das hatte ich hier geändert, weil ich auf dieser Tastatur, warum auch immer, nicht dieses größer als kleiner als habe. Okay. Das muss lang. Ah, das geht. Ah, wo steht er denn? Schon noch. Ah, da ist er. Gut. Dann fangen wir jetzt mal an zu sammeln. Sowohl als auch ideal. Also gibt positive, aber auch negative. Also ist wirklich ja, eine krasse Veränderung Oh. für mich. Aber ich will nicht zu sehr spoilern, weil dann wird manchmal Zu neugierig gefragt. ja nicht zu neu. Sehr durchwachsen, okay. Nicht so neugierig gefragt, darum geht es gar nicht, aber so. Wird versucht, einfach zwischen den Zeilen zu lesen, was ich hier so sage, und dann kommen Fragen und Neugier, Verständlich. Das ist die dann verständlich. halt. Wieso komme ich hier jetzt nicht raus? Boah, Leco mio, was ist denn Ups. das? Jetzt, echt jetzt? Dieser Millimeter hängt da jetzt oben. Ey. Ja. Jetzt darf ich wieder die Feldeinfahrt nicht verpassen. Vorne.
So, okay. Und wie hast du gestern gesagt, ich mache das irgendwie? Mit? Wie mache ich Streck das C. komische Allrad? Ach so, dann nimmst du den Streck links und vom Nummernblock machst du die 7, die 8 und die 9. So. Das sollte dein Grün aufleuchten. Naja. Gehen wir nochmal in deine Naja, Tasche. schaltet. Oder hast du das mit deinem VCA-Mod aktiviert? Gehen wir mal Streck C. Ja, haben wir ja gestern drauf gemacht, ne? Ja, ist alles dran. Es leuchtet ja auch da unten. Ja, genau. Jetzt. Genau, alles aktiviert. Dann sollte es eigentlich funktionieren. Achte mit Ö. Das war mit Ö alles, oder? Ja, stimmt, das war. Differential, Allrad und Differentialsperre, genau. Jetzt, was habe ich jetzt? Oh, guck mal, jetzt. Aber Jetzt geht's, genau. mehr Kraft, Alter. Ist ja Trans krass. vor allem konstante Kraft und deine Räder drehen nicht durch. Deswegen finde ich die Karte hier von Osada gar nicht mal so schlecht, um das zu testen. So, aber wir steigen noch mal Ja, und ich fahr wieder. auch in Ah, doch. den ein. Aber hier einmal. Oh, hier ist Ragu, hier fallen es alle. Ist aber dreckig jetzt noch. Ui, jetzt habe ich kein Licht an. Glaube, wir sammeln erstmal das Gras auf und bringen das zu den Hühnchen, hätte ich was gesagt, zu den Schafen, damit die was zu futtern haben. Oder? Bin so gespannt, wie dieses Spielfeeling für mich sein wird mit Lenkrad und so. Ob das überhaupt machbar für mich sein wird. Ja, also. Das ist ja. Ich habe jetzt halt gerade da nicht so viel Platz. Das ist mir gestern schon aufgefallen. Es macht halt schon Bock, also. Ja, das glaube ich. Das ist. Wie gesagt, eigentlich war ja mein Traumberuf Busfahrer, Straßenbahner und LKW-Fahrer, aber wie gesagt, ich habe damals in meiner Jugend nicht so viele Auswahlmöglichkeiten gehabt. Deswegen war ja der CNC dabei. Na, fahr doch gleich noch in den Biberdamm rein. Und deswegen habe ich mal eins geschworen, baue ich mal alles auf dem Simulator zurecht, ne? Mit den drei Sachen. Genau, von unserem Busfahrer, ja. Ah, ein Hoch auf den Manfred, ne? Der Make-up. Die Mecker-Ziege. Aber kannst du jetzt nicht, du hast ja irgendwas gestern gesagt mit Umschulung, könntest du jetzt nicht eine Umschulung in der Richtung machen? Also weil. Also den Führerschein müsste ich selber bezahlen. Das war ja kein Ding. Geh ich halt wieder. Aber bei uns zum Beispiel suchen sie in Kiel und würden das auch bezahlen. Nee. Ja gut, ich muss ja erst den Autoführerschein machen. Den Busführerschein wäre ja wär was anderes. Das. Okay, du hast gar keinen Autoführerschein. Genau. Weil das Schöne ist, ich habe ja diese, die damals ist, also dann um sie 2 Steam Edition mir geholt. Und die allererste Karte war dann quasi Hamburg Tag und Nacht. Mit den alten 405er Busse da. Also wo der Druckluft in die Tür noch ordentlich zuknallen, euch. Ja, ich sag jetzt mal ja. Ich habe jetzt gar ist. Das letzte Mal, dass ich Bus gefahren bin, war. Also ich schon ab und zu, ne? So, aber. Ich war schon immer so ein Autofreak, seitdem ich Auto habe. Naja, das habe ich ja. Fahrrad ja, Bus, wenn es sein muss, genauso wie Zug, aber sonst Auto.
Ja gut, ich habe ja einer deiner Videos mal angeguckt mit dem Käfer da. Also das finde ich ja auch spannend, Ja. ne? Wo er da Ja, da die. muss auch. Ich hoffe mal, dass Marki sich noch meldet und dass er dieses Jahr dann hoffentlich mal wieder fährt. Ah, das Jahr ist ja noch frisch. Aber du hattest Ah, auch das ist. ein Motorrad so drin gehabt, oder? Ein Roller ist das, Roller, ja. okay. Den habe ich auch noch. Der steht auch seit jetzt ungefähr 1,5 Jahren. Habe ich letztes Jahr gar kein Versicherungskennzeichen mehr geholt. Aber. Wobei ich das nochmal hinter mir, genau hinter mir liegt auch noch ein Zylinder dafür. Ich wollte den eigentlich letztes Jahr wieder komplett fit machen, sodass er richtig gut ist. Verkaufen und ich hätte voll Bock auf einen Quad. Weil an sich hätte ich richtig Lust. Auf einen richtigen Motorradführerschein, den ich nicht habe. Aber weil mir das gerade einfach zeitlich und ich nicht weiß, wann ich noch einen Motorradführerschein machen soll, passt, habe ich mir gedacht, ey, Quad wäre auch geil. Hab schon. Nachbar von mir, der hat einen Quad. Und Hm. wenn der, also der hat richtig Spaß mit dem, ich kenne vor einer Woche, wo bei uns richtig gut, wo es richtig gut Schnee liegen ist, Ja. mit seinem Quad da richtig mal Querfeld eingepetzt, ne? Ja. Das ist schon geil. Und von Dachgeschosswohnung hast du halt einen schönen Ausblick, ne? Wenn der halt sowas versucht. Aber ich würde die Dachgeschosswohnung auch nicht hergeben, weil, wie gesagt, ich habe hier so einen geilen Sonnenaufgang. Ach, Okay. das macht mir echt so einen Traum wert. Bei Twitter habe ich ab und zu mal, stelle ich ab und zu mal morgens da, wenn ich mit dem Barhocker am Fenstersims sitze, so meinen Kaffee in Ruhe trinke. Guten Morgen, Welt. So sieht's bei mir daheim aus. Ja, sehr cool. Ja, es ist, für mich ist es einfach, wenn ich, vor allem wo ich berufstätig bin, einfach ein Tag, wo ich vorher noch abschalten kann, weißt du? Das ist halt so, dass ich mal so richtig auf mich mal gehört habe, was ich halt so brauche. Das ist schon, das habe ich vorher nie so gemacht. Vorher waren immer erst die anderen, dann ich. Ja. Ich sag mal so, bei mir ist halt, ist das definitiv auch so, was aber völlig okay halt für mich ist, ne, weil sobald du Kinder hast, erst Kind, Familie und so weiter und dann irgendwann ich. Aber das war auch einer der Gründe, das war ich mir immer bewusst dessen, ne, und das war aber auch einer der Gründe, warum ich von Anfang an immer gesagt habe, ich will relativ früh Kinder. Damit ich dann auch nicht erst mit, keine Ahnung, 60 wieder Freizeit habe, sondern ein bisschen früher. Also Freizeit in dem Sinne, dass die dann halt so ein bisschen selbstständiger werden, weißt du? Das war etwas, ja, was ich dann immer so wollte, ne? Ja, das ist also cool. Meine Freundin sagt ja, ich so, naja, schauen wir mal. Ja, ne, also jeder ist da anders, ne? Ich sag. Nee, Aber für mich selber war das. bei mir sind es die Gene, die sind nicht so, die sind nicht gut. Das. Ach. Mütterlichseits, chronische Depressionen, Rheuma und hast du nicht gesehen, das sind nicht mal, die nicht mal bestätigt sind, wo ich einfach mal denke, was kriegst du da von der Verwandtschaft erzählt? Stimmt das überhaupt? Das war schon seit, ja, vor über 10 Jahren, Tag da, ständig Tag, am Alltag Thema und dann hast du es halt das irgendwann nicht mehr hören können. Wenn sie da über dich reden, du bist anwesend, behalten dich aber wie als dritte Person. Und ja, das hat sich dann alles entwickelt auf die Verwandtschaft. Stiefmütterlicherseits bei mir, die ich dann auch hatte. Und das war dann nochmal so extrem. Also die sind so hochnäsig, weil ich war mal in der Gogo-Musik drin. Der Gogo Musik? ja. Ist das so wie zu Gogo tanzen? Das kenne ich. Nee, nee, schön wär's.
Was ist denn Gogo-Musik? Gogo-Musik ist Straßenkarneval. Ah, okay. Mit so einem Mundzug quasi. Und da Ah, war ich. okay. Ich war halt mit drin, hat mir sowas gut gefallen, aber sobald du musstest schleimen, um überhaupt irgendwie an die Position zu kommen, wo du halt hin willst, ne? Und das war halt so. Ja. Ich muss mich nicht verstellen, ich will mich nicht verstellen, so nach dem Motto. Ja. Und deswegen habe ich auch beschlossen, dann irgendwann da rauszugehen. Also, Spaß hat schon gemacht, aber sich zu verstellen, nur um das zu bekommen, das, was du Oder bekommst. hast du da Musik gemacht oder Ja. warst du da so ein. Okay. Ich habe da Das heißt Musik. Pauke. so. Genau, okay. Das kann ich aus Hannover sehr oft beim Schützenfest und so weiter. Sind da ja auch so eine bei den Umzügen. Man Das kann macht man. es ja fast sagen, Straßenmusikanten. Ja, also so Umzugsorchester kenne ich das, ja, aber ja, das ist vielleicht noch ein bisschen anders, aber es kann sein. Wieso geht der jetzt eigentlich nicht um die 10-fache Geschwindigkeit? Ach ne, ab 22 muss er 20, ja. gleich.